Es gibt über wenige Berufsgruppen mehr Mythen als über Beraterinnen. Sie jetten um die Welt, sprechen nur Denglisch und arbeiten mindestens 80 Stunden pro Woche. Aber ist es wirklich so? Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von Nushu und heute hier zu Gast bei McKinsey. So, ich bin jetzt hier in der Cafeteria, da treffe ich gleich Hannah und sie wird mir garantiert Einblicke geben in ihr Daily Business. Hannah, freut mich sehr, dass wir jetzt die Ruhe hier haben, miteinander in Austausch zu gehen. Magst du mich einmal so ganz kurz abholen? Was ist denn deine offizielle Titelbeschreibung hier im Unternehmen? Ich bin Associate Partner, zu Deutsch Junior Partner, im Wiener Büro von McKinsey und berate da Konsumgüterunternehmen zu Strategie- und Markenpositionierungsfragen. Ich habe vor meinem Einstieg bei McKinsey 2,5 Jahre bei einem Medienunternehmen gearbeitet und bin danach als Associate eingestiegen. Das ist sozusagen dann schon die zweite Stufe nach dem klassischen Einstieg nach einem Masterstudium. Was auch, finde ich, super ist, wenn man nicht nur in einer Branche arbeiten möchte. Also ganz viele junge Kollegen kommen zu uns und wollen sich erstmal ein Bild machen über die Möglichkeiten, die es hier gibt. Bei McKinsey aber auch vielleicht in einem weiteren Schritt in der Wirtschaft. Das heißt, du hast natürlich die Möglichkeit, im Zeitraffer sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Branchen kennenzulernen, indem du mal hier ein Projekt machst und mal da. Das war vor der Pandemie eigentlich ziemlich konkret geregelt, im Sinne von, wir sind 4 Tage vor Ort beim Klienten und sind dann am Freitag immer zu Hause. Aber eigentlich hat sich jetzt gezeigt, dass Remote sehr gut funktioniert und hat uns sehr viel Flexibilität eigentlich beschert. Analyse ist immer das eine und es ist natürlich Kern unserer Arbeit, dass wir sehr faktenbasiert sind, aber die beste Analyse ohne Interpretation hilft nicht. Und dafür hat sich gezeigt, ist schon der persönliche Austausch und auch der persönliche Kontakt total wichtig, dass man einschätzen kann, okay, wie sind diese Ergebnisse jetzt zu sehen im Kontext des konkreten Unternehmens. Gerade in so einem herausfordernden Job, wie kann man da sicherstellen, so aus deiner Erfahrung, dass es nicht zu viel wird? Die Flexibilität und die Take-Time, ja? Also ich nehme Tempo raus, wenn es mir zu viel wird, indem ich dann zwischen Projekten auch mal Downtime habe. Zusätzlich zum regulären Urlaub, den ja jeder hat, haben wir nämlich verschiedene Modelle von unbezahltem Leave, wo wir einfach zwischendurch Zeit rausnehmen können. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel im Sommer nicht. Das habe ich so gemeinsam mit meiner Familie für mich entschieden. Der Widerspruch ist auch Teil eurer Unternehmenskultur. Was hat es damit auf sich? Ein jüngerer Kollege soll bitte auch sagen, was er denkt. Und wenn er nicht übereinstimmt mit etwas, soll er das kundtun. Ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, die man bei uns ganz gut lernt, die einem dann fürs Leben nutzt. Jonathan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Magst du dich noch einmal kurz vorstellen? Ich bin bei McKinsey für das Recruiting verantwortlich in Deutschland und Österreich. Gehört bei uns zusammen. Wir haben insgesamt 8 Büros. Wir wollen dieses Jahr 1000 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen. Was für Möglichkeiten habe ich, bei euch einzusteigen und in welche Richtung kann ich mich dann entwickeln? Wir werben mit dem Slogan Build Your Own McKinsey und es wird auch gelebt. Das heißt, man kann sich wirklich selber aussuchen, in welche Richtung es gehen soll. Man kann einsteigen bei uns schon als Intern, also als Praktikant, schon während des Studiums. Man kann aber auch als Berufserfahrener einsteigen, ja, also auch du mit Erfahrungen in Startups und Medien, Kommunikationsthemen. Der ganz klassische Weg ist letztlich der, den ich selber gewählt habe. Ich bin relativ zeitnah nach dem Studium. Ich habe berufsbegleitend studiert, davor bei einer großen Bank gearbeitet, dann entschieden, dass ich aus der internen Beratung, in der ich dort war, in die externe Beratung wechseln möchte zu McKinsey. Zwar aber relativ zeitnah nach dem Studium. Und dann steigt man bei uns als Fellow ein. Als Fellow hat man ein Programm von 2 Jahren, in dem man ganz normal als Berater auf Projekten arbeitet und dann die Möglichkeit bekommt, in einen Educational Leave zu gehen. Das bedeutet, man wird bis zu 3 Jahre freigestellt, um zum Beispiel zu promovieren. So habe ich das gemacht. Man kann auch ein MBA machen. Es gibt aber auch andere neue Formen wie ein Social Leave, wo man zum Beispiel auch hier in Hamburg bei Start Social, die sitzen sogar hier im Büro, dort kann man zum Beispiel auch für 1 Jahr lang mitarbeiten. Ihr sagt, bei euch gibt es die spannendsten Herausforderungen unserer Zeit, auf die Frau treffen kann. Was bedeutet das denn? Es bedeutet letztlich, dass man sehr, sehr vielseitig aktiv sein kann. Also als Berater ist man in den meisten Fällen Generalist, ganz zu Beginn. Dann kann man auch immer, sag ich mal, wechseln.
Und letztlich sogar den Schwenk in eine interne Rolle machen, so wie ich das gemacht habe. Assessment Center bei euch, da hört man ja schon das eine oder andere. Grundsätzlich löst es erstmal Angst aus. Das Thema, ich muss mich einem Case stellen, Menschen bewerten mich. Das ist innerhalb des Bewerbungsprozesses bei euch aber ja richtig implementiert. Wie verläuft es wirklich? Das Assessment Center, und so nennen wir es ganz bewusst nicht, sondern wir nennen es die Gespräche letztlich. Die Gespräche dienen nicht nur dazu, dass wir den Bewerber oder die Bewerberin kennenlernen, sondern sie dienen vor allem auch dazu, dass der Bewerber, die Bewerberin uns als Firma kennenlernt. Und das ist unglaublich wichtig. Und deswegen werden die Gespräche auch mit Beraterinnen und Beratern geführt. Das heißt, es ist wirklich ein echter Einblick. Ihr sagt ja auch, ihr wollt in Führung diverser werden. McKinsey als Unternehmen, ihr möchtet weiblicher werden. Was sind aus deiner Sicht die größten Vorteile von diverser Führung? Wie ich es erlebt habe, bringt es einfach einen ganz anderen Aspekt in die Teamarbeit, der deutlich erfolgversprechender ist, als wenn man einfach nur eine, ich sag mal, homogene Teamkonstellation hat. Wer steuert denn bei euch intern die Maßnahmen aus in Bezug auf Gender Diversity? Letztlich ist es dann die Motivation jedes Einzelnen, sich dort zu beteiligen. Die Netzwerke sind sehr, sehr groß. Es gibt dann unterschiedliche Stufen. Es gibt die einen, die das quasi leiten und auch wirklich federführend organisieren. Es gibt dann die, wir nennen es Allies, also quasi alle, die mitmachen und das unterstützen. Im Recruiting ist natürlich nochmal eine etwas andere Geschichte, weil da haben wir ja wirklich dann Teams, die sich gezielt darum kümmern, zum Beispiel diese Kampagnen für Bewerberinnen zu organisieren. Wie nachhaltig seid ihr und wie reist ihr? Wir reisen tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Zug. Also gerade jetzt, je nachdem, in welchem Büro man seinen Standort hat, nehmen wir zum Beispiel Frankfurt oder Köln, da sind ja fast alle Ziele in Deutschland sehr gut mittlerweile mit dem Zug erreichbar. Wir haben auch zum Beispiel unsere Firmenwagenflotte komplett auf Elektroautos umgestellt. Das geht dann bis in die einzelnen Büros, wo es wieder, Stichwort Initiativen, auch die sogenannten Green Teams gibt. Das heißt, es gibt Kolleginnen und Kollegen in jedem Büro, die sich engagieren, versuchen, das Büro und alles, was dort passiert, nachhaltiger zu machen. Wir haben heute gesehen, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als wir manchmal vielleicht glauben. Wir brauchen mehr Frauen, die sich trauen, unter anderem in Führungspositionen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, deinen Weg zu gehen. Und vielleicht beginnt dein Weg ja hier bei McKinsey in Hamburg oder wo auch immer. In Hamburg sagt man auf jeden Fall Tschüss.